Hilfe! Die Zombie-Apokalypse ist ausgebrochen. Haha, das hättest du gerne, ne? Ja, wollt ihr das haben? Wollt ihr das haben? Ja, Säcke, ihr. Der Schnund nutzt die restlichen paar Meter Schnee, die noch da sind. Die Sonne scheint, wir haben zwar immer noch Minusgrade, aber es ist echt schön. Fast kein Schnee mehr, nur noch ganz wenig. Das Feld ist schon komplett schneefrei. Du hast Spaß, ne? Du hast deinen Spaß. Ja. Das war mal nix. Okay. Das können wir besser. Heute ist Donnerstag, ich glaube der 21. Ein paar Tage noch, dann ist Susi wieder zurück. Und wir drei können es gar nicht mehr erwarten, stimmt's? Ja. Freuen wir uns doch ein bisschen drüber. Ah, der war schon besser. Ja, wir haben gerade irgendwie ein Problem mit unseren Hühnern. Ein paar von unseren Hühnern fangen an, ihre eigenen Eier zu essen. Quasi Kannibalismus. Ich habe gegoogelt, es ist Kalziummangel. Wir versuchen denn jetzt schon immer ein paar so Muschelschalen zu füttern, Kalzium. Aber ist alles noch nicht so richtig cool. Sam, komm hier. Komm hier. Oh, ich möchte einmal einen Hund, der auf mich hört. Komm mal hier. Good boy. Ja, und da versuchen wir jetzt die Sache. Oh, hier ist der. Hier ist der Vorhang abgegangen. Das ist eigentlich der Windschutz für hier unten. Ja, wir versuchen der Sache jetzt auf technischem Wege beizukommen. Oh, Entschuldigung. Zwei Damen in der Box. Darf ich vorstellen, meine neueste Kamera. Die habe ich erst da oben gehabt. Jetzt habe ich sie mal hier hingehangen. Und nein, die habe ich nicht gesponsert bekommen, sondern selber gekauft, weil ich so überzeugt von dem System bin. Und weil ich ja nie genug kriegen kann, haben wir noch eine. Ja, mit dem Bild bin ich noch nicht ganz zufrieden. Das müsste man irgendwie um 90 Grad kippen können, aber ich weiß nicht so richtig wie. Vielleicht baue ich mir noch eine andere Halterung. Die war zuerst da oben in der Ecke.
Aber ja, so sieht es hier aus. Es wird aufgerüstet. Alles um die Eier zu retten. Natürlich auch um die Hühner im Auge zu behalten. Und natürlich um irgendwann mal den langersehnten Hühner-Livestream anzubieten. Kann sich nur noch um Wochen handeln oder Monate oder so. So, das Ende vom Lied ist, während ich hier so an meinem Rechner sitze, habe ich hier nebenbei die Kamera laufen, den Rekorder quasi, kann hier die Hühner beim Legen beobachten. Bin hier gerade dabei, in meinem Server rumzuspielen, rumzufummeln, habe halt hier jetzt mehrere Monitore, kann hier nebenbei noch ein Video schneiden, bin also voll beschäftigt. Und ab und zu sieht man halt mal, wie dann einer aufsteht und ein Ei liegen lässt und dann renne ich raus und hole mir das Ei. Und gestern habe ich 7:0 gewonnen. Gestern habe ich 7:0 geschafft. 7 Eier rausgeholt und die Hühner haben keins kaputt gemacht. Und heute sind wir bei 3:1. Weil gerade eben das eine aufgestanden und es ging so schnell. Man konnte, also ja, kannst du nicht mal zugucken. Die andere hat gestanden, ist sofort rein, hat das Ei kaputt gemacht und dann, ja, war's das. Naja, man kann halt nicht immer gewinnen. Alter Schwede. Der Hund tropft Dreckwasser. Hört mal hier. Wir haben draußen gespielt. Der ist komplett vereist und nass und dreckig. Und ich bringe ihn jetzt in die Badewanne. Er weiß noch nichts davon. Komm mal. Das wird ein Spiel. Ei, ei, ei. Nein. Du bleibst da drinnen. Du bist total dreckig und klitschnass. Wie hast du denn das geschafft, ey? Nein. Bleib. Das hätte ich nicht genug zu tun. Ja, du bist auf die... Du machst mich ganz nass von dem Ding. Ah, that's what she said. So, jetzt kannst du dich mal umdrehen auf die andere Seite. Good boy. Frittchen. Oh Gott. Nein, nochmal, nochmal. Ist gut. Alles gut. Du musst hier nicht alles umstoßen mit deinem Schwanz. Das ist nicht nett. Machst du doch mit Absicht. Oh, Junge. Sit. Oh, ich bin ein guter Junge. Oh, ich bin ein guter Junge. Ja. Du bist ja gut. Ja. Nein. Sit. Pfötchen. Nein. Sit. Pfötchen. So ist fein. Good boy. Das ist ja jetzt ein Schock gewesen. Wir waren draußen spielen. Ich komme wieder rein, denk mir nichts Böses. Auf einmal ist der ganze Boden dreckig und der Hund steht vor mir und tropft. Ja. Hallo! Ja? Hallo! Ja. Schluss! Schluss jetzt! Mann! Das ist doch kein Spiel! Kann das mal einer sauber machen, bitte? Danke! Zum Glück warst du noch nicht in der Küche. Hey, Schoki! Muss ich ja mal kurz sauber machen. Oh. Hast Spaß? Ja, ne?
So, da ist man wieder zu Hause in Kanada. Und dann geht hier richtig was ab. Hier wird gearbeitet. Glasfaserkabel werden hier gelegt, glaube ich. Glasfaser? Ja, ich glaube. Highspeed Internet! Damit wir hier noch schneller Videos hochladen können. Was ist denn dein Problem schon wieder? Ha? Willst du uns Fernsehen? Was ist los? Das Kabel wird erstmal auf den Boden gelegt, weil es ja noch gefroren und so. Und wenn alles gut ist, der Boden aufgetaut und es nicht mehr gefroren ist, dann kommen sie wieder und buddeln das Kabel ein. Warum sie das nicht gleich schon früher machen, wenn der Boden nicht mehr gefroren ist, weiß ich nicht. Habe ich keine Ahnung. Werden ihre Gründe haben. Vielleicht müssen sie ihre Arbeit da jetzt ein bisschen beschäftigen im Winter. Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Wer weiß. Ja, bitte. Könntet echt mal aufhören, hier mal alles vor die Tür zu schieben. Was soll denn das? Macht ihr doch mit Absicht. So, und jetzt? Habt ihr Hunger oder was? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Na, machen wir doch erstmal die Pfanne leer. So, fein, fein. Sorry, weitermachen. Ja, wir haben irgendwie Ende März. Heute ist irgendein Mittwoch, 26., 27., ich habe keine Ahnung. Es hat wieder geschneit über Nacht. Nicht viel, aber ausreichend. Wieder ganz lauter Schnee. Und ich wollte euch nochmal zeigen, wie in Kanada Glasfaserkabel verlegt wird. Gestern kam ja hier eine Truppe an und hat Glasfaser verlegt. Und so sieht das dann aus. Da liegt der Rest. Und da geht es ins Haus rein. Da neben dem Wasserhahn, da das Ding da, haben sie auch durchgebohrt, in den Keller rein runter. Und das ist unsere neue Internetleitung. So sieht das hier aus in Kanada. Warum? Also bevor jetzt irgendwelche Systemadministratoren und IT-Professionals bei uns im Kanal Schnappatmung bekommen. Es ist natürlich nur provisorisch, weil es kalt ist in Kanada, richtig kalt, und die natürlich den Boden nicht bearbeiten können. Und da haben die das schon mal verlegt und machen den Rest dann im April, Mai, wenn sie den Boden bearbeiten können. Und dann wird gegraben und gemacht und dann wird das hier innerhalb des Zauns wahrscheinlich oder außerhalb, keine Ahnung, richtig verlegt. In der Erde und dann ist gut. Und angeschlossen wird es eventuell nächste Woche schon, sodass wir schon mit dem neuen Internet arbeiten können, obwohl es noch nicht richtig verlegt ist. So, dann noch ein kleines Update von der Hühnerfront. Huhn. Heute hatten wir nicht so gut aufpassen können. Heute haben wir nämlich einen Klempner im Haus gehabt oder haben den gleich nochmal, weil wir mal wieder mit unserem Abwassertank Probleme haben, weil es so kalt ist. Der friert dann immer ein. Wir haben ja eigentlich dieses Septic Field da hinten mit Stroh abgedeckt. Aber da kein Schnee da liegt, bringt das nichts. Das ist ja nur dazu da,
dass der Schnee, weil falls er fällt, da liegen bleibt und das Septic Field abdeckt und abwärmt oder die Kälte nicht so reinlässt oder die Wärme nicht rauslässt, wie auch immer. Und dieses Jahr ist da gar nichts. Also ich kann ja von hier aus den Rasen sehen. Hältst du mal die Klappe? Das wollen die auch schon, das Video. Kann man jetzt nicht fernsehen? So, ja, auf jeden Fall ist das wahrscheinlich wieder gefroren. Und wir haben wieder ein Problem mit unserer Abwasserpumpe. Ey Leute, das ist hier für ein Krach. Und deswegen sind halt die Klempner da gewesen heute. Und wir haben nicht aufgepasst und zack, sind zwei Eier schon wieder kaputt gewesen. Ja, kleinen Scheißer, ja. Also steht heute der Count 3-2. Ich habe in den letzten bestimmt 5-6 Tagen nur ein kaputtes Ei gehabt. Und das war noch ganz am Anfang, wo ich mit der Kamera das noch probiert hatte. Aber mittlerweile ging es ganz gut. Also die letzten Tage immer so 5-0, 6-0 stand der Zählstand quasi. Also ich habe Eier gerettet und keins ist kaputt gegangen. Aber ja, das war jetzt so ein bisschen blöd gelaufen. Nicht wahr? Jetzt machen wir hier noch schnell ein bisschen sauber, weil die ja auch Kacke fabrizieren ohne Ende. Klar, wenn sie so viel Eier essen. Ja, und dann hoffen wir mal, wenn der Klempner nachher kommt und das erstmal provisorisch repariert, bis es wärmer wird, dann kann ich die Kamera wieder nutzen und kann wieder auf Eierdiebsuche gehen. Eine von euch weiß es ganz genau. Ihr kommt auf den Grill, wenn ihr so weitermacht. Stimmt's? Ja, so sieht's aus. Das ist Sams neues Lieblingsspielzeug. So ein, ja, ein Gummiring, Hartgummi, Frisbee-Reifen, keine Ahnung. Das Ding läuft wie die Hölle. Das ist wie so ein Hase, der immer ständig Haken schlägt. Das ist ein ganz einfacher Hartgummiring. Und wenn man den richtig wirft, ja, nicht so, obwohl ging, dann läuft der halt ganz, ganz lange. Und dreht ganz viele Kreise und springt und so. Und dann kann der sich richtig austoben mit. So, heute wird beim Nachbarn Glasfaser verlegt, sehe ich. Mach aus. So. Guck mal, wie schön der rennt. Hat er zu tun. Kommt da nicht hinterher. Ja gut. Das soll es mit diesem Video gewesen sein. Ich glaube, ich nenne das irgendwie, weiß nicht, Zombie-Huhn-Krieg, Krieg der Zombie-Hühner oder so. Mal gucken. Ansonsten, ja, wie ihr gesehen habt, Susi ist wieder da. Zurück aus dem geheimen Deutschlandurlaub. Und ich muss nächste Woche wieder ran. Wir haben ja jetzt schon Ende März. Nächste Woche geht es wieder los für mich. Ich freue mich schon ein bisschen drauf. Endlich mal wieder ein bisschen fahren. Und dann gibt es wieder neue Videos. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken. Und bock, bock, bock und wuff, wuff, wuff. Tschüss. Sagst du tschüss?